herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen an als Blitzberatung nur für 10 Euro. Liebe Viadena, ich grüße dich. Dieses Bild zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt und daran ändert sich nichts. So war die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist. Und jetzt betrachten wir die Bewegung. 1. Mai 2019. Uranus befindet sich im Widder. Hier hast du auch karmische Themen, Ketu aktiviert, hier Erinnerungen, karmische Erinnerungen. Uranus sorgt für Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Thema ist Reisen, Ausland, Auslandskontakte und Spiritualität. Sonne befindet sich auch hier im Widder. Hier fließt gerade die Lebensenergie. Das ist momentan für dich ein sehr wichtiges Thema und die Richtung sollst du auch schauen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, auch deine Durchsetzungskraft. Mars ist im Stier und hier handelt es sich um deine Werte, Anerkennung zu bekommen. In diesem 10. Lebensbereich handelt es sich darum, dass du Respekt bekommst. Außerdem sind hier Themen, wie erreichst du deine Ziele? Und da sollst du deine Kraft einsetzen. Im 10. Lebensbereich handelt es sich um deine Berufung und das ist auch sehr wichtig, dass du das erreichst, dass du deine Kraft dafür einsetzt. Außerdem, Mars bedeutet auch der Mann und du sollst verlangen, dass dieser Mann dich respektiert. Du hast dieses Bedürfnis. Rahu ist der Drachenkopf und zeigt, welche karmischen Themen lernst du gerade, was dich befreit, was noch fehlt. Dieser Drachenkopf, dieser Rahu, befindet sich in den Zwillingen ganzes Jahr und Jahr 2020 auch. Und das ist die Richtung, was du brauchst zurzeit. Und das heißt, Freundschaften pflegen oder überlegen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen oder aktiv zu sein in einer Gruppe. Außerdem deine Wünsche leben, das nicht aufgeben. Hier sind die Wünsche, die Sehnsüchte und die Hoffnungen auch. Ketu, dieser Drachenkörper, zeigt Erinnerungen, karmischen Erinnerungen. Ketu bleibt ganzes Jahr, auch 2020, im Schütze, aktiviert hier Kindheit, Erinnerungen auch an die Kindheit, handelt auch die Verbindung mit deinen eigenen Kindern oder hier liegt auch die schöpferische Kraft, dein Leben schöpferisch gestalten und die Lebensfreude. Jupiter befindet sich in Skorpion und das hast du hier im tiefsten Punkt des Horoskopes und das gibt dir die Halt im Leben, zeigt auch deine Wohnsituation. In deinem Geburtshoroskop befindet sich hier Gaia und das ist unser Planet Erde und zeigt die Manifestation. Was sollst du befestigen? Und du brauchst diese Halt, diese Basis, diese Struktur, ein Zuhause zu haben. Hier befindet sich dann Jupiter, bewegt sich Jupiter hier im Skorpion, aktiviert bei dir Thema Wohnsituation oder Jupiter gibt dir auch die Chancen, Möglichkeiten, wohnlich zu verändern
wo du sagen kannst, na, endlich bin ich angekommen, oh, das ist mein Zuhause. Neptun befindet sich im Wassermann. Neptun lässt unseren Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir das glauben. Und Thema ist Liebe, Partnerschaft. Wenn du das nicht vorstellen kannst, wenn du das nicht glaubst, dann führt dazu, dass du dich enttäuscht fühlst. Saturn und Pluto ist auch in Schütze. Pluto zeigt, wovon sollst du verabschieden, aus welchen Kindheitserinnerungen, was bedrückt dich oder von welchen Gefühlen, wie zum Beispiel Verlustangst oder Schuldgefühl, all das in Ordnung zu bringen und auf dem Wesentlichen konzentrieren, und das ist deine Lebensfreude oder etwas in Gestalt zu bringen, deine Kreativität leben und mal auf dem Spielerischen, diese spielerische Energie auf dieser Leichtigkeit kommen, das ist hier der Fokus. Saturn belehrt dich auch und zeigt, wie wichtig das ist. Beide sind rückläufig und diese Rückläufigkeit löst karmische Themen auf, aus oder Erinnerungen. Venus, Merkur und Mond ist in Fischen. Und das ist jetzt Thema Transformation, die Erneuerungsprozesse, eventuell eine erbschaftliche Situation oder ämtlichen Verträgen oder um die Finanzen kümmern, wie zum Beispiel Termin bei Finanzamt oder Banken, Versicherungen, das wird auch geregelt. 2. Mai steht Mond und Venus in Verbindung. Thema ist Liebe, Partnerschaft und deinen Gefühlen. Hier sind die Erneuerungsprozesse, das heißt Angst, Schuldgefühl, all das loslassen und aktiviert auch Thema Sexualität. 3. Mai steht Merkur und Mond in Verbindung und das handelt sich um Gespräche über Gefühle oder Gespräche über Intimität. 4. Mai ist Neumond, exakt um 23 Uhr und 46 Minuten in Widder. Und das heißt, Sonne und Mond treffen sie sich. Das heißt, Mond verlässt die Fische und übergeht im Widder. Und Sonne, Mond treffen sie sich hier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Wohin geht die Reise? Nachdenklich sein über einen Urlaub, eine Reise oder über Spiritualität. 5. Mai übergeht Merkur im Widder. Und das kann bedeuten, dass du lernst etwas, das heißt Schulungen oder Nachricht von Ausland oder Gespräche über eine Reise. 6. Mai ist Mond im Stier, aktiviert bei dir Themen wie deine Ziele zum Erreichen, überlegen, wie bekommst du Respekt oder wo liegt deine Berufung. 7. Mai ist Mars in den Zwillingen. Und aktiviert deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Und das hat mit diesem Mann was zu tun. Kann auch bedeuten, dass du im Freundeskreis, Bekanntenkreis eine Begegnung hast mit einer männlichen Person oder dass du aktiv bist in einer Gruppe und kommt etwas in Bewegung oder machst du Sport. 8. Mai, Mond steht in Verbindung zum Mars, aktiviert die Gefühle bei diesem Mann oder du hast die Sehnsüchte nach diesem Mann. Im selben Tag steht Merkur und Uranus in Verbindung, die wirken zusammen. Eine Überraschung oder eine Nachricht
womit du gar nicht gerechnet hast, eine plötzliche Veränderung, und kommt diese Botschaft, diese Information. 10. Mai ist Mond im Krebs und das heißt Rückzug, Nachdenklichkeit. Immerhin ist im 12. Lebensbereich Zeit Rückzug und es braucht dein Gefühl. 11. Mai ist Venus im Widder und das bedeutet eine schöne Reise oder Spiritualität und Kontakt mit einer Frau oder mehreren Frauen. Oder du hörst etwas über eine Frau, weil sie ist auf einer Reise oder kommt von Ausland, aber hat mit dieser Frau was zu tun. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Hier, es ist wichtig, dass du dich zurückhaltend bist. Ein Halbmond bedeutet Unsicherheit, Spannung, Nervosität. Es fehlt die Erde-Element, es fehlt die Sicherheit, es fehlt die Struktur. Dieser Halbmond ist exakt um 2 Uhr und 12 Minuten. 13. Mai ist Mond im Löwe, das ist eine zunehmende Mondphase. Es vermehrt sich etwas, wirkt auf deine Persönlichkeit, du nimmst deinen Gefühlen intensiver wahr. Kann auch bedeuten, dass du ein bisschen zunimmst in dieser Zeit oder nimmt zu deinen Kontakten und du bist immer mehr wahrgenommen. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau und das bedeutet, und Pluto ist auch hier, konzentriere auf die Wesentliche. Was ist für dich wertvoll? Dann befestige das oder kümmere um die Finanzen. Bring das in Ordnung. 16. Mai übergeht Sonne im Stier, ändert sich die Thema. In die nächste Zeit wird für dich ein wichtiges Thema, wie du Anerkennung bekommst. Was sind deine Ziele? Wie erreichst du deine Ziele und die Berufung? 17. Mai ist Mond im Waage, aktiviert Themen mit Verwandten oder du lernst etwas. Du sollst in dieser Zeit auch dich durchsetzen. Hier hast du auch karmische Themen. Die aufsteigende Mondknoten ist hier in dein Geburtshoroskop. Wie kannst du dich hier behaupten bei deinen Verwandten? 18. Mai ist Vollmond im Waage, beleuchtet auch dieses Thema hier, Kontakt mit Verwandten, Informationen, etwas lernen, Schulungen, Austausch. Dieser Vollmond ist exakt um 22 Uhr 11 Minuten. Im selben Tag steht Venus mit Uranus in Verbindung. Das hat mit einer Reise und mit Ausland was zu tun. Uranus sorgt für unerwartete Ereignisse, Veränderungen und das hat mit dieser Frau was zu tun oder mit dir selbst, wenn du diese Reise schön findest oder kommt eine Überraschung oder ein Geschenk oder eine Einladung von Ausland. 19. Mai ist Merkur im Stier. Dann hast du Gespräche über Arbeit oder Vorstellungsgespräch oder Arbeitsvertrag oder lernst du deine Ziele zum Erreichen. Mond ist in Skorpion, beginnt die abnehmende Mondphase. Von vieles kannst du zurzeit verabschieden, loslassen, auch von Gefühlen wie Angst, Zweifel. Gerade hier in Skorpion handelt sich auch um diese Thematik. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Dann hast du Glück, etwas in Ordnung zu bringen in deine Wohnsituation. 21. Mai ist Mond im Schütze, aktiviert Themen mit Kindheit, inneren Kind, Erinnerungen. 22.
Mai steht Mond in Verbindung zum Saturn. Und das bedeutet, sei nicht so streng zu dir selbst, sondern du brauchst die Lebensfreude. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und Pluto zeigt, lass los, auch Gefühle, was dich an die Kindheit erinnert oder Schuldgefühl, loslassen. 24. Mai steht Merkur im Diamant und wirkt hier im Stier und das bedeutet, es klärt sich etwas auf und beschleunigt alles. Thema ist deine Ziele und deine Berufung. 24. übergeht Mond im Steinbock, aktiviert Themen Arbeit und Gesundheit. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann, Spannung in die Liebe, Partnerschaft, aktiviert hier den 7. Lebensbereich, was mit Partnerschaft was zu tun hat. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Begeisterung oder die Kraft und Mut. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung und das heißt, aktiviert die Träume, die Sehnsüchte. Und wenn du daran glaubst, dann kann das wirklich traumhaft schön entfalten, deine Liebe. 29. Mai übergeht Mond in Fischen, aktiviert Themen wie Loslassen. Bei Mondenergie handelt es sich um deine Gefühle. Angst loslassen, Schuldgefühl, das ist Transformation, das zeigt die Erneuerungsprozesse. Und 31. Mai übergeht Mond im Widder und das bedeutet Reisen oder Spiritualität. Liebe Viadena, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.